Hallo, hallo, hallo. Oh mein Gott, mich lange nicht mehr hier auf meinem Profil gemeldet, so gefühlt. Wahrscheinlich war es gar nicht so lange, weil einfach so unglaublich viel in meinem Orgasmic Business Weekend passiert ist. Es war so krass und so intensiv. Und ihr hört es an meiner Stimme. Es hat auch so viel stimmlich bei mir gemacht. Und ich bin ja immer jemand, der sehr, 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 sehr ehrlich ist und ich möchte es auch weiterhin sein. Und im Zuge dessen ist so viel Krasses passiert. Also dieses Weekend hat so viel Krasses bei mir. Ich kann es auch gar nicht richtig in Worte fassen. Ich versuche es gerade. Also es waren unglaublich viele Frauen da. Wir waren immer über 100, um die 100 Frauen live die ganze Zeit also bei allen Lives. Und es waren zwei pro Tag, so super intensiv. Und ich weiß, ich hatte zwischendurch immer mal wieder auch in mir, also es war eine Mischung, es waren Visionen, die kamen, wo ich gesehen habe, was das gerade macht, was wir tun, energetisch, global und gleichzeitig. Durch das, was ich gesehen und gefühlt habe, habe ich echt so krass Arsch auf Grundeis gekriegt. Ich kann es nicht anders sagen. Es war wirklich, ich habe Schiss gekriegt zwischendurch, also gar nicht so sehr während den Teachings, da channels einfach auch sehr durch mich durch. Es war so oft dann dazwischen, wo einfach auch so Stimmen wie, hey, darf ich das? Und krass, es ist einfach zu krass. Und was, wenn du die Energie nicht halten kannst? Und was, wenn du so viele Frauen in so krasse Prozesse bringst in so kurzer Zeit? Und dann kannst du ja bei 100 nicht so da sein wie jetzt bei 20 oder so in meinen Kursen. Und was, wenn es dann für die nicht gut ist? Und was, wenn, was, wenn, was, wenn? Und dahinter lag eigentlich, ich bin damit tiefer gegangen inzwischen, und dahinter lag eigentlich diese Angst zu versagen und die Angst, dass andere dadurch Schaden nehmen, dass ich versage. Oh, und das war mir gar nicht klar, dass ich diese Angst so habe, weil ich die jetzt so mit normalen Coachings und das würde man bei mir gar nicht denken. Und ich habe die aber. Und ich weiß, dass genau diese Angst ganz, ganz, ganz viele Frauen haben, die oder auch Männer, die ins Business gehen, die im Coaching-Bereich anfangen wollen und oder expandieren wollen und bei mir kam es halt jetzt ab dieser Zahl mit 100 Frauen gleichzeitig, ne? Und es hat mir einfach wirklich dieses, ja, es zu versagen. Und es war so spannend, weil im Zuge dessen habe ich gemerkt, wie meine Stimme, ne? Und kaum war es vorbei. Ich habe es gerade noch geschafft, sozusagen. Dieses Wochenende haben wir Montag noch einen Nachbonus gemacht. Und kaum war es vorbei, hat meine Stimme versagt. Ihr hört es immer noch und es ist so, so on the point spannend. Inzwischen kann ich ja so drüber lachen, aber wow, und dann hatte ich Panisch, weil das war einfach krass, der Ansturm. Ich habe aber ich habe auch meine wundervolle Mastermind beworben und erzählt. Die wurde ja auch verschenkt, war ja klar, dass ich davon noch erzähle. Und ganz viele Frauen wollten auch einfach mit mir arbeiten und entsprechend, ja. War der Ansturm danach mega krass und ich habe eben innerhalb von jetzt 3 Tagen, keine Ahnung, 20 Gespräche gehabt. Unglaublich, ich auch noch nicht. Beratungsgespräche, von denen 18 Frauen gesprungen sind. Und jetzt in meiner großen, großen Ausbildung sind 9 Monate. Und das macht natürlich was mit mir. Es bringt mich gerade in eine extreme Fülle, die ich so in der Intensität, auch in so kurzer Zeit, ich hatte noch nie solche Einnahmen. Also ich habe ja schon viele Einnahmen gehabt, aber die waren immer sehr schön verteilt. Und es bringt mich in eine ganz andere Fülleposition, was wieder mega schön ist und was gleichzeitig aber auch noch krasser also in den Momenten war dann natürlich wieder das Gefühl von, oh Gott, jetzt kann ich mit denen nicht reden. Ich habe wirklich einen Tag lang gar keine Stimme gehabt. Und oh Gott, und dann geht es alles nicht. Und oh Gott, und oh Gott, und oh Gott. Und das Verrückte ist, es ging alles. Es ging alles. Ich komme gerade aus einem wunderschönen ersten Call. Zu viel Tränen, mit zu viel Tiefe, mit zu viel Gänsehaut, mit zu viel allem. Es war so krass gerade. Und ich komme aus diesem Call und mit, keine Ahnung, 25, 30 Frauen. Und ich kann es nicht sagen, aber es war so gut. Es war
so gut. Ich habe meine Stimme ist noch lediert, ja. Aber ich habe es. Ich kann gerade gar nicht sagen, was ich sagen will. Ich habe für mich gelernt, es ist nicht abhängig. Es ist nicht abhängig von mir, von meiner Leistung, von meinem, wie gut leiste ich jetzt mit meiner Stimme. Es geht sogar, wenn ich nicht sprechen kann und das als Coach. Es geht sogar dann, weil es meine Energie ist, weil ich es kann und das auch nochmal. Es wären nicht 100 Frauen gekommen, wenn ich es nicht gekonnt hätte. Und ich darf Angst haben und ich darf mega krass in meiner Größe sein und gleichzeitig mega krass Angst davor haben. Und es geht trotzdem und es ist deswegen nicht weniger. Ich bin deswegen nicht weniger attraktiv für die Frauen, dass sie dann nicht in meinen Kurs kommen würden und viele tausend Euro dafür bezahlen. Und das ist so krass und das ist so schön und das ist so neue Welt und das ist das, was ich vermittle. Und die Frauen sind nicht gekommen, weil ich perfekt war. Ich war auch teilweise mit der Technik in der Größenordnung überfordert und mein Team war ein bisschen überfordert. Und die Frauen sind nicht gesprungen, weil ich perfekt war. Sie sind nicht gesprungen, weil alles easy war. Mein Anmeldeweg, mein Webdesigner war krank. Es war total kompliziert, sich anzumelden. Und sie sind da. Und ich darf jetzt mit von 100 Frauen, 20 Frauen weitergehen. 9 Monate lang, super intensiv, das, was sich jeder Coach wünscht. Du arbeitest mal eine Woche sehr intensiv und dann hast du deine Kurse voll für 9 Monate. Und es stellen sich Fragen nach, oh, wie investiere ich jetzt das Geld und wie lege ich es noch besser an? Und ich habe ja auch schon viele Krypto-Sachen und was gibt's noch? Und ach, wie cool. Und es ist so eine krasse Ekstase und gleichzeitig so eine Ruhe in mir und gleichzeitig das Gefühl noch mal mehr, ich hatte es ja immer mal wieder, aber noch mal das Gefühl von, ich muss gar nichts tun. Es ist einfach für mich gesorgt. Es ist so viel da. Ah, und jetzt? Und das ist der schönste Moment, der Moment mit, und jetzt? Wenn ich nichts mehr muss? Was bleibt denn da? Und ich habe angefangen, jeden Morgen so krass um 8, wenn Kind in der Schule auf dem Weg zur Schule ist, gebracht wird. Inzwischen mit geiler Fahrgemeinschaft gehe ich jetzt mit meinem Liebsten 1 bis 2 Stunden durch die Berge hier. Wir wohnen in den Bergen. Ich habe nie wirklich mir die Zeit erlaubt, da drin zu wandern. Ja, müsst ihr euch mal vorstellen, ich wohne hier jetzt fucking 2 Jahre. Und jetzt ist noch mal mehr so ein Punkt passiert, wo ich sage, hey, ja. Und das klingt jetzt vielleicht für dich banal, für mich ist es das nicht. Wir waren jetzt jeden Tag da und nehmen uns das Frühstück mit und sitzen oben auf dem Berg und haben den Sonnenaufgang morgens um 8. Und das wäre so früher für mich voll schlimm und voll Disziplin. Das mache ich jetzt nur, damit ich manifestieren kann, gehe ich morgens früh mal. Nee, jetzt ist es plötzlich so fucking leicht. Und es darf so leicht sein. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich euch hier gerade. Ich habe keinen Punkt, auf den ich gerade mit diesem Video hinaus will, merke ich. Sonst mache ich oft einen Bogen und teach euch was und was ich. Habe ich gerade nicht. Ich möchte, doch, ich möchte dich teilhaben lassen an diesem für mich sehr erhebenden Moment. Und es gibt immer noch ganz viele Teile in mir, die es immer noch nicht begriffen haben. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, bei denen das so nach und nach einkommt, sowas wie. Du hast gerade echt Einkommen fürs ganze Jahr. Für dich, für deinen Lebensstandard, für das, dass deine Mama geil gepflegt wird, für das, dass einfach alles fucking gut ist. Du hast wirklich, weil ich habe super viel verdient in den letzten Jahren, aber ich habe auch immer super gut ausgegeben und hatte krasse Lebensstandards immer erhöht und wusste noch nichts von investieren und Krypto und passiv. Und jetzt bin ich einfach so im Moment, wo ich merke so, okay, krass. Ich darf jetzt echt einfach quasi, theoretisch dürfte ich nichts tun. Stimmt natürlich nicht, die Frauen sind meiner Masse, natürlich will ich, ja, nein, das ist ja klar. Es ist ja, das ist ja,
Aber zum Beispiel dieses ganze Gewerbe, ich muss werben, ich muss die Leute reinkriegen, ich muss präsent sein, ich muss posten, ich muss. Nö, eigentlich nicht. Also das nächste Jahr ist safe. Wisst ihr, wie geil sich das anfühlt? Ich finde das so krass. Und wisst ihr, dass ich vor 3 Jahren die gesamten 30 Jahre, 32 Jahre meines Lebens von zu wenig gelebt habe? Hartz IV, ganz, ganz viel. Meine ganze Kindheit zwischendurch Mama alleinerziehend, Hartz IV. Und ich habe gearbeitet, ey, aber es hat ja nie gereicht. Mein Leben, fucking Leben lang. Und dass das gerade mal 2,5 Jahre her ist, dass ich von Hartz IV zu Boom gemacht habe, zu den ersten 12.000. Da hat sich das auch so angefühlt. Aber dann die 12.000 war relativ schnell wieder weg. Und dann kam, musste ja schon auch wieder der nächste Tempel. Und obwohl es mir so leicht fiel und obwohl es sich nie nach Arbeit angefühlt hat, ich so geliebt habe, war es trotzdem immer, ich habe es geschafft, mit diesem Druck immer mit zu manifestieren. Und ich merke gerade, ich weiß noch gar nicht, was ich damit mache. Und ich weiß ja, wie es geht. Und trotzdem ist es ein so krasser Next Level. Und der wird nochmal kommen. Ich mache hier wieder ein Video, wenn ich dann meine erste Million mal in kürzester Zeit habe. Und der wird wahrscheinlich immer wieder kommen. Das ist auch okay. Ich meine, ich höre nicht auf zu lernen. Ja, keine Frage. Und ich möchte euch da, und kein Mensch spricht ja über Geld und man redet über die Dinge alle nicht und so. Und genau deswegen möchte ich euch daran teilhaben lassen, weil ich euch zeigen möchte, A, dass es geht, dass es einfach ist, und B, aber auch, dass wir nicht fertig sind und dass wir einfach nicht fertig sind und dass es immer, und ich meine, wie bin ich da hingekommen? Natürlich mit immer weitergehen, immer mehr Lust, immer mit der Angst trotzdem und sich trauen und mit der Freude und der Fülle. Also ihr vergleicht sich in dem Wochenende und Tage nach so viel, nichts davon. Ich habe ganz vieles gemacht und dann habe ich ganz viel gevögelt und Liebe gemacht. Und mit mir und mit Partner und mit dem Leben und bin darin geflutet. Ja, ach nee, es ist natürlich eine geile, schon eine anziehende Energie, muss man schon mal sagen. Aber wisst ihr, was das Krasseste war bei dem Wochenende? Das aller Krasseste an dem Ganzen, mit der Angst, mit dem allem, mit der fucking Größe, mit den 500 Frauen, mit allem. Das Krasseste daran war, dass ich währenddessen immer wieder gefühlt habe, oh mein Gott, das bin so sehr ich. Ich bin so krass ich. Das ist halt voll ich. So richtig ich. Ich bin einfach nur ich. Ich musste nichts tun. Ich musste nichts darstellen. Ich zeige euch meine Vorbereitung. Bitte. Das ist so witzig. Hier. So ein ganzes Wochenende mit 2, 4, 6, 8, 10, 12 Stunden Live-Coaching. Wisst ihr, was ich meine? Es war so ich. Ich war einfach nur ich mit meinem geballten Wissen, meiner geballten Energie, meinem geballten Sexlust-Appeal. Und ich bin mit den Frauen einfach in die Erfahrung rein und sie haben es gefühlt, sie haben es gefühlt, sie haben es gefühlt. Und die Feedbacks haben mich wie könnte meine Telegram-Gruppe kommen? Da habe ich alle Feedbacks mal, alle, die ich irgendwo gefunden habe, mal gepostet. Mich umgehauen. Umgehauen. Mir war es nicht klar, dass es an einem Wochenende geht, aber es geht. Und das Krasseste, und was mir auch noch sehr Angst gemacht hat, ist, dass ich das halt auch gesehen habe, dass es halt noch größer kommen wird und dass das Ganze halt auch noch in Live kommen wird. Und ich habe mir gedacht, Alter, wenn halt, keine Ahnung, 100 Frauen in einem Raum gemeinsam in die Lust gehen, könnte das auch energetisches Masturbieren oder physisches nennen, und in die Heilung damit und in die Kraft und in die Manifestation. Ich freue mich sehr drauf. Also, ich bin sehr gespannt. Ich werde im Sommer ein Festival machen. Und da werde ich, ist es ja schon zum Greifen. Na, der Festivalplatz ist da, die Frauen, die auch was anbieten, sind alle da. Und es wird ziemlich sicher, keine Ahnung, Mai, Juni, Juli, nächstes Jahr hier im Allgäu, ein Festival, ein Lustfestival geben. Da wird es dann noch größer und noch mehr Frauen. Und oh mein Gott. Ah, ja, hier, danke Juliane. Juliane war dabei. Mega schön.
Oh, ich habe jetzt schon wieder Herzflimmern. Und es ist crazy. Es ist so crazy. Und es ist so, 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 so schön. Yes, wer ist noch dabei beim Festival? Mega, mega, mega. Ihr müsst alle euch einfach bei meinem Lustletter anmelden. Sind eh schon fast alle. In meinem, also meinen Homepage lustgeburt.de Newsletter anmelden. Dann kriegt ihr es mit. Und mal ab und zu den Newsletter gucken. Ich gucke ja nie Newsletter, aber meine Frauen halt Gott sei Dank schon. Oder, ja, also holy shit, ey. Holy shit, ich kann's ja das sagen. Wisst ihr, was auch so schön war? Mir war klar, dass wenn ich das kann, kann ich Frauen dazu befähigen, das auch zu können. In der Größenordnung. Ich spreche jetzt echt, ich weiß, es ist nicht alles Quantität und auch Qualität. Aber was ist, wenn beides zusammenkommt? Und dann gehen wir in eine Größenordnung und dann, fuck, es war für mich plötzlich klar, okay, die Welt zu wandeln ist nicht, was irgendwann mal geht, sondern ich mach's. Ich mach's gerade. Ich mach's fucking effektiv. Weil ich habe den Ripple-Effekt gesehen. Ich habe die Bilder, ich empfange, ich habe es gesehen, ich habe es gefühlt. Ich habe ja nicht nur die 100 Frauen, was bei denen passiert, gesehen. Ich habe ja den Ripple-Effekt gesehen. Also, was bei jeder Frau, bei ihr passiert. Weil sie, und dann bei denen. Und es war krass. Und ich habe es gesehen. Und ich weiß, es geht. Und es war so, es war auch so ein tiefer, so ein krass, tiefes Vertrauen und so eine Demut und so eine Dankbarkeit, dass ich das machen darf. Und dass meine Seele so geil ist und dass Gott so geil ist und dass ich verstanden habe, warum es so krass schlimm sein muss. Damit wir es checken, wie fucking groß wir sind. Wisst ihr, was ich meine? Damit wir checken, wie groß wir sind und dass wir es sind. Nichts im Außen, nicht mal Gott, sondern wir. Wir. Und ich habe es gefühlt, ich habe es gesehen, es war da, es ist noch da und es hat krassen Unterschied gemacht. Und ich meine, ich spüre diesen Unterschied bei jeder Frau in einem 1:1-Coaching, wo ich ein krasses Healing mit ihr mache. Na klar, spüre ich das auch. Das war natürlich eine andere Geballtheit, andere Energien, die ich gehalten habe. Und ja, meine Stimme hat versagt. Und ja, ich bin ein Mensch. Und ja, ich hatte Ängste. Und die haben sich mit manifestiert. Das ist okay. Aber es hat nichts dran geändert. Es hat nichts dran geändert, wie krass und wie groß. Und das ist erst der Anfang. Dann, wenn ich mich diesen Satz sagen höre, kriegt es meine Stimme noch mehr. Und ich mir denke, ah, nein, nein, nein. Ja, oh fuck, es ist halt erst der Anfang. Ich meine, ich bin noch jung. Stell dir mal mich vor, wenn ich 60 bin. Und dann das nicht nur 2 Jahre, sondern 20, 30 Jahre gemacht habe. Ich freue mich auf die Welt, ich freue mich auf die Welt, die wir hier gerade erschaffen und ich freue mich so sehr, Teil davon zu sein und es ist so cool und es ist so. Die Frauen sind so schön in meiner Gruppe und sie sind so unterschiedlich und auch so gleich. Manche sind so scheiße weit, wo ich mir denke so, oh mein Gott, und die kommt zu mir, echt jetzt? Und andere sind woanders scheiße weit. Und sie sind einfach da und sie nehmen von mir und sie nehmen so geil und sie setzen so um. Und es ist allein in der ersten Session schon so viel passiert. Es werden ganz schön viele tolle Lustcoaches bald auf dem Markt sein, ihr Lieben. Und die Welt verändern. Danke, danke, danke. Danke. Danke, 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 danke. Und echt, wenn du denkst, du traust dich nicht, und wenn du denkst, ich weiß nicht wie und ich weiß nicht, ob ich das darf, und ich, dann erinnere dich an mich. An die Amira, die so viel Schiss hatte, dass ihre Stimme weg war, als sie da mit 100 Frauen in einer Gruppe von 1000, wohlgemerkt, war. Und es hat funktioniert. Und es darf bei dir auch funktionieren. Es darf so viel leichter sein. Und falls jetzt jemand das noch spürt, es ist noch wahrscheinlich ein Platz frei, der ist noch so im Wanken. Eigentlich sind wir ja schon frei. Aber einer ist noch so, wo ich noch spüre, ich habe diese magische Zahl 21 so schön. Jedenfalls, da ist noch ein Platz.
Wenn du spürst, es ist vielleicht deine, dann schreib mir und wir machen ein kurzes Beratungsgedönsi. Du redest, ich schweige und hör zu. Weil ich versuche zu schweigen. Und wir gucken mal, ob es deiner ist. Noch ist er auch noch für den Magazine Business Preis. Ja, doch vergünstigt. Also schreib mir, wenn du spürst. Tada! Und ich überlege jetzt mal. Oh, ich habe noch was. Ich habe noch was Letztes Lustiges. Warte. Ich habe noch was so Lustiges. Oh ja, das ist so gut. Ihr dürft raten. Ich habe noch ein Ratespiel für euch, okay? Es gibt nichts zu gewinnen. Einfach nur raten, ohne Gewinn. Ratet mal, was ich mir mit diesem krassen Fülle, die jetzt da plötzlich nochmal krasser in meinem Leben ist, was habe ich mir als Erstes gekauft? Ich gebe euch einen Tipp. Ich habe es im Internet bestellt. Das hilft nicht, ne? Ja, ich habe es. Was habe ich mir als Allererstes gekauft? Ich bin gespannt. Kommentiert das bitte, was ihr denkt, was ich mir als Erstes von dieser Fülle gegönnt habe. Werdet ihr nicht drauf kommen. Ja, kommentiert. Haut raus. Doch, und ich verlose irgendwas, dann ist es lustiger. Für alle, die mitmachen, verlose ich ein... Ich muss überlegen, was ich noch habe. Ich habe noch zu verlosen... Ah, ich habe noch so ein Traumwasser. Das sieht so ähnlich aus wie das. Das ist jetzt von Primavera. Ja, aber es ist auch so ein Juni-Aura-Spray. Ich glaube, ich habe noch einen so eine Rose da. Also ein Destillat. Ganz, ganz toll. Von einem ganz tollen Freund, der die macht. Genau. Also, Womanizer, ein Diamant-Juni. Das wäre auch geil. Weil ich glaube, das könnte ich noch nicht bezahlen. Ich weiß es nicht, wie viele Diamanten wert sind. Aber ich glaube, da kommt da nächstes Jahr. Geil. Juni-Eier, alles. Nein. Also, ich verlose nicht, sondern der es richtig rät. Oh, was ist noch so? Der es richtig rät. Ihr kommt eh nicht drauf. Ich kann euch sagen, was ihr wollt. Ihr kommt eh nicht drauf. Also der es richtig rät, bekommt ein wunderschönes Traumwasser geschenkt. Genau. Das ist cool. Wert von 35 Euro oder so. Hey, das schöne, kleine, leckere Geschenk. Also haut mal noch raus, was ihr denkt, was ich mir als Erstes gegönnt habe. Es war beides nicht richtig. Edelstein-Dildo. Na, hab ich doch schon. Also die Juni-Eisstäbe, ja. Wir haben übrigens große, wir sind gerade dabei, große zu energetisieren. So richtig. Weil wir haben ja sonst eher so Massagestäbe, die mehr so, ne, auch voll, die man auch drin tragen kann, so ein bisschen. So. Und jetzt haben wir in Rosenquarz und in Bergkristall, glaube ich. Ja, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, wir haben zwei, und ich habe Obsidian in Schwarz. Oh. Wir haben zwei ganz groß. Also wir haben, glaube ich, nur zwei, drei Stück. Wenn euch die interessieren, schreibt mir. Ich habe die noch nicht im Shop drin, weil wir wollten erstmal gucken, ob es ist. Königinstuhl, Sessel, auch cool. Ihr dürft so oft raten, wie ihr wollt. Ihr dürft mehreres raten. Ah, nein. Eine Lustcouch, oh, die habe ich schon. Die habe ich mir schon letztes Jahr von einem ersten Geld. Meine mega ausziehbare auf 2x2 Meter Indigo Petrolfarben. Nein, habe ich schon. Blattgold Unterwäsche. Ihr werdet ja mal geiler. Oh, wie geil, ey, ihr seid so cool. Nein, ihr werdet eh nicht. Ich bin echt gespannt. Wir schauen, wie viele Menschen das Video noch gucken und noch raten. Ihr dürft so oft raten, wie ihr wollt. Ja, ihr dürft so oft raten, wie ihr wollt. Na, vielleicht gebe ich später noch einen Tipp raus. Mal gucken. Oh, voll schön. Ich liebe euch. Ratet weiter. Ich sehe es ja dann noch unter den Kommentaren im Video, wenn es gleich gepostet ist. Könnt ihr nochmal drunter kommentieren auf meiner Seite. Und ich liebe euch und ich danke euch. Und es hat so Spaß gemacht. Und es wird definitiv nochmal so ein kostenloses Ding. Das nächste mache ich natürlich eine Woche und verteile es ein bisschen besser. Nicht so krass auf ein Wochenende. Und wird für euch, ich plane schon, wird voraussichtlich Anfang Februar sein. Hehe. Backlash ist sexy Style. Nein. Einen panosamtenen Liebesschaukel. Oh, ihr bringt mich aber auf echt geile Ideen, muss ich ja auch mal sagen. Was soll ich mit meinem Geld tun, ja? Voll schön. Voll schön. Das ist was intim, ein bisschen, ja? Ja, also nicht so vordergründig sexuell. Aber es ist auf jeden Fall intim, ja. Und ich finde auch ein bisschen sexuell. Lustvoll und intim.
Liebesschaukel. Ich habe die mal bei Sex in the City gesehen. Wisst ihr? Da setzt du dich drauf und vögelt. Es ist ein bisschen wie so eine Hängematte-Schaukel, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Ihr müsst mir das genauer erklären. Gib mir Links. Gib mir Ideen. Was soll ich an? Klar, auch eine schöne Idee. Hatte ich mir davor schon im Zuge dessen, dass ich wusste, ich habe mir zwei riesen geile neue Jumpsuites gekauft. Im Zuge, dass ich wusste, dass die Fülle kommt, so macht man das nicht mit meinem Investieren, habe ich mir schon voll die schönen Klamotten gekauft, die leider noch nicht da sind. Ah, ein Lederdirndl. Ihr werdet immer geiler. Ich liebe eure was für ein geiles Video. Okay, ich glaube, ich muss aufhören. Ich habe nie so ein lustiges, langes Video gemacht. Oh, wie geil. Ich freue mich. Kommentiert bitte weiter, was euch noch einfällt, was sich Amira wohl gekauft hat. Von einer ersten, von einer Megafülle, die ich noch nie in so kurzer Zeit so. Es ist schon Jahreseinkommen verdoppelt in 4 Tagen. Fünf, drei. Das kann man schon mal machen, ne? Ein Lustbild. Ah, auch schön. Nee, das kriege ich im Tausch. Ich habe so viel Tauschgeschäft, da bin ich auch hier. Hat auch so Spaß gemacht. Krieg ein Bild und Ohrringe aus Gold. Gegen Lusthealings getauscht. Ach, wie cool. Man darf mit mir immer tauschen. Ein Stück Mond. Oh, das ist das Bild hier hinten, ne? Da seht ihr meine wundervolle Mondgöttin. Aber wäre auch witzig, ne, man kann so Sternschnuppen, so Mini irgendwas kaufen, so Planeten kannst du sogar kaufen. Nein, 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 ihr müsst ein bisschen trivialer denken. Ich lasse euch jetzt noch raten, arbeitet die ganze Nacht und vielleicht morgen, vielleicht träumst du davon und weißt es und dann kannst du es noch posten. Liebe, liebe, liebe zu euch. Ich liebe euch, es hat so Spaß gemacht, dieses Video und diese Tiefe und Lustigkeiten. Wir sind es alles, wir Frauen sind es einfach alles. Ist das nicht geil und das ist unsere Superpower. Ciao, ciao.